Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Resident Evil Village Vers 2, also zweiter Teil. Besonders herzlich grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum auf lauraweb.de und die lieben zum Teil Ex-Arbeitskollegen, den Sonderfelix, den Markus und den Roland. Herzlichst gegrüßt alle und heute geht's weiter und wir sind da runtergekommen in Resident Evil Village, oder? Nee, wo ist denn das? Da sind wir gar nicht hergekommen. Also wir sind ja da, Westteil, da ist Beutelweg, Sackgasse. Ah, da braucht man Dietrich und sind jetzt da im Dorf, da waren da oben irgendwo runtergekommen und da im Dorf angelandet, im Village, Village angelandet, Village heißt ja Dorf und kurze Pause und hier gibt es regionalen Wein und alles, ich habe alles hier auf Standardeinstellungen und spiele ohne Trainer, aber auf leicht und jetzt warte, da sind wir runtergekommen, glaube ich, und hier ist, waren wir gerade drin und hier ist noch eine Schublade zu, da brauchen wir erst einen Dietrich. Hier ist sonst irgendwie alles kaputt. Und ich habe zwar spaßeshalber eine Lösung, liegt da einer drin? Nee, aufgeschlagen. Rechts am Computer neben mir. Ah, da ist das eine Bild wieder. Das haben wir doch da im Keller schon gesehen. Und rechts habe ich die Lösung. Links steht die Svetlana in Fallout 7.6. Die muss ich ab und zu also mal die Taste drücken, sonst beendet sich. Da ist mein Schatten. Und weiter geht's weiter. Also, und wir haben schon ein Achievement verpasst, nämlich gleich am Anfang im letzten Video, da hätten wir den Ball vom, wie steht's da, warte, ein Achievement vom Arbeitszimmer ins andere Zimmer mitnehmen müssen, da hätten wir schon ein Achievement, eine Errungenschaft, aber das ist ja Wurst, na gut. Und hier müssen wir, da ist noch alles zu. Dann gehen wir, da waren wir gerade, da geht nichts, gell, sprinten, wir gehen, das ist Hockey und da geht nichts und da. Warte, da geht auch nichts, gell? Nee, dann gehen wir da weiter. Ich glaube, in der Lösung steht, man kann sich nicht verlaufen in dem Sinne. Nee, das ist, kann man nicht. Und wir haben jetzt hier, das wird ja immer größer hier. Da ist noch rot, wird durchsucht, weil da brauchen wir erst noch einen Dietrich. Und rechts um die Ecke, da was macht denn der Punkt da rechts um die Ecke? Das ist ein Punkt. Sagen wir mal rechts um die Ecke, gehen wir rechts um die Ecke zu dem Punkt. Oh, und das sieht aber irgendwie schon typisch aus wie Resident Evil Spiele. Hier Siebenbürgen mit regional. Was ist denn da rechts um die Ecke der Punkt? Da war doch ein. Oh, da quietscht einer. Das sind die Kollegen. Do not enter. Und hier ist der Punkt. Ach, das ist der Brunnen, oder? Da kann man. Was kann man da? Nicht so wirklich. Kann nichts machen. Die Kurbel, ja klar, jetzt brauchen wir eine Kurbel, da waren wir gerade, waren wir da gerade drin? Wo ist denn das? Jetzt sind wir hinten drin in dem. Oh weia, da ist schon wieder seltsame Geräusche hier. Jetzt sind wir wieder da. Ich kotze gleich. Na gut, dann gehen wir mal, meine Svetlana. Entschuldige. Spannung. Ja, ich muss Spannung erzeugen. Im Moment ist hier noch halbwegs wenig Spannung. Da fehlt die Kurbel. Mhm. Da ist dunkel. Da ist der Viehstall. So, da fehlt die Kurbel. Da oben ist der Dracula. Und da ist zu. Kann man da jetzt rein oder muss ich da rein? Da fehlt der Dietrich. Do not enter. Also wir brauchen jetzt irgendwas. Da ist zu. Dann gehen wir mal gleich rechts um die Ecke. Was ist gleich rechts? Da ist auch zu. Warte, was machen die Svetlana wieder? Warte, da ist auch zu. Dann haben wir nicht mehr viel. Dann haben wir... Kommen wir da rum um die Ecke. Sehr schön. Ist aber typisch Resident Evil Spiel, also das in den Spielen. Die Filme schauen ja anders aus mit der Mila Jovovich. Filme schauen ein bisschen anders aus. Da ist das Scheiß, Entschuldigung, Haus, da ist zu. Da hockt auch keiner.
Und dann müssen wir da, was ist da drin? Feines. Geräusche, schöne Geräusche. Jetzt kann man leider nicht sehen. Ich habe keine Taschenlampe. Das ist das typische Resident Evil Inventar hier, oder? Aha, wir haben aber noch nichts hier. Erste-Hilfe-Arznei. Oh, komm. Wichtiges. Familie. Schätze, Objekte. Aber, wo war das? Ah, das ist Y. Dann das. Die anderen Tasten machen nichts. Das ist Deckung. Y ist Inventar. Das ist Pausenmenü. Das ist die Karte. Jetzt müssen wir da oben rauf, was scheint's, oder? Na gut. Das wird es hier heller oder dunkler? Kleine Pause. Mich beschäftigt immer noch, dass die Kollegin, die im letzten Video gestorben ist, hier sagte, sie tischt uns regionalen Wein auf. Das heißt, Wein, der hier angebaut wurde. Teepause. Da wundert es mich jetzt doch leicht, wo hier die Weinberge sein sollen. Naja, gut. Hat es vielleicht ein Witzle gemacht, die Kollegin, gell? Und jetzt gehen wir darauf. Oder so. Oh, Svetlana benötigt meine Aufmerksamkeit. Jetzt, wo sind wir jetzt richtig? Jetzt gehen wir davor und dann rechts rum. Aber typische Resident Evil Optik. So, Traktor. Ein Trakteur. Ah, da kommen wir jetzt genau. Genau. Anders geht's ja nicht. Nee, da geht's schon mal gar nicht. Dann müssen wir da lang. Ah, da brennt ein Lichtlein. Warte, das ist Beutelweg, Sackgasse. Rot wird durchsucht. Hätten wir das noch durchsuchen sollen? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte, hätten wir das noch durchsuchen sollen? Weil das noch rot ist. Aber warte, dann ist auf der Karte. Ich bin falsch rum. Karte schon eingetragen, oder? Müssen wir das nochmal durchsuchen? Warte, bin ich jetzt falsch? Nee, warte, das machen wir noch schnell. Komm, so viel Zeit muss sein. Am Traktor vorbei, also wir müssen zum Traktor. Und da links rum, jetzt da hinten sind wir hergekommen und hier rum, da ist der Brunnen. Und das ist aber ein typisch amerikanisches Objekt da, der Wasserturm. Das gibt es eigentlich nur in Amerika. Warte, den Schuppen haben wir noch nicht. Oder haben wir den? Doch, da waren wir gerade drin. Ach, da ist das schöne Haus. Und da waren wir schon drin. Jetzt sind wir da drin. Warum ist es, wird durchsucht? Was ist da? Gibt es da was? Da gibt es nichts. Da gibt es aber nichts. Wieso ist denn das dann noch rot? Ah, oben, jetzt warte. Springen kann ich nicht springen. Das da oben. Aha, das da ist da oben noch was. Wie soll ich denn da hinkommen? Die haben vielleicht einen. Die haben Humor, wie soll ich denn da raufkommen? Da oben ist ein Objekt, oder? Doch, warte hier. Ah, jetzt. Nee, kommt da nicht Springing in the Rain? Ah, Svetlana braucht meine Aufmerksamkeit. So. Na gut, okay, das war's nix. Dann, jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt kommt, da war der Do Not Enter. Jetzt müssen wir zum Traktor. Und dann da weiter. Da war nicht der Traktor. Da waren wir schon. Da war nicht der Traktor. Bin ja gespannt, also wie gesagt, da ist der Traktor. Bin ja gespannt, what happens now? Jetzt, wir brauchen irgendein Werkzeug da irgendwie. Da ist der Wegweiser. Friedhof, Graveyard ist der Friedhof, Workshop ist der Workshop und Ceremony Site ist der Zeremonienplatz. Ach, da steht's ja. Ceremony Site. Da ist aber zu, Freunde. Da müssen wir da zum Licht, da steht schon einer. Jetzt dachte ich, da steht schon einer. Was ist denn das für eine seltsame Musik eigentlich hier im Background? Ich weiß ja kein Wort, da ist zu. Da ist zu. Kann das lesen? Haus, was? Hausbesitzer? Hausbesitzer von mir ist bis auf weiteres kein Zutritt. Gut, dann geht's nur hier rein. Ah! Da ist schon ein Object. Warte. Hä? Sind wir da reingegangen? Was ist denn das für ein schickes Weg? Nee. Ich werde Wahnsinn. Da, das. Was ist denn das?
Was ist los denn? Das leuchtet hier. Wir sind da reingekommen, gell, Freunde. Was ist denn das für ein Ding hier? Schmiedeeiserner Schlüssel. Ich kotze gleich. Kann ich den jetzt nicht raushebeln? Oh, warte. Ja, jetzt müssen wir da rein, wo die Lampe brennt, das weiß ich. Oh, warte. Na gut, ich sehe nichts hier. Svetlana, ich sehe nichts da. Das kann man auch mit Messer aufmachen, oder? Wenn es gelb ist, dann kann man es. Da brauche ich aber Sprecheisenmesser. Ja, da, komm her. Messer. Weiter. Rechter Triggerangriff. Kann man das jetzt angreifen? Hallo. Erste Hilfe. Hilfe uns. Nein, ich kotze gleich. Arznei. Boah. Ja, ja. Gut. So, Messer haben wir schon mal. Muss ich jetzt zurück? Warte. Was sagt denn der Lösung? Messer. Anders als in Resident Evil 2 ist die Waffe unzerstörbar. Übrigens, es gibt ein Achievement für das Durchspielen mit dem Messer. Hier empfiehlt sich aber der einfachste Schwierigkeitsgrad. Nachdem ihr das Messer eingeheimst habt, dreht euch um und zerstört die Kiste. Haben wir schon. Ihr findet erst Hilfe. Weiter hinten in der Wohnküche stoßt ihr auf einen Bewohner, der euch mit der Pistole ausstattet. Also ich muss jetzt weiter. Aha. Schicke Grafik. Oh, warte, da ist... Sind Sie einfach weggelaufen? Wahrscheinlich. Haarschweinlich, wahrscheinlich. Weggehupst. Und da schöne Grafik. Licht, Schatten. Schau her. Licht, Schatten. Einfach. Da, jetzt komm her. Wo ist der Kollege? Grafik sieht zwar ein bisschen retro, jetzt kommt einer retro raus, jetzt kommt einer rausgehüpst. Schieß nicht, hm? Wer sind nicht. Sie? Wer schickt Sie? Der Niemand. Postbote. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Oh, Hilfe, da kommt so einer. Was ist los? Das ist Louis Define. Louis Define. Eindeutig. Zweite. Grafik sieht ein bisschen retro aus. Sie kommen. Sie kommen. Wer kommt? Aber was war das? Das ist ja so, Ihre Waffe? Oder? Resident Evil. Sie haben doch sicher eine Waffe. Na, hallo. Nein, wozu denn? Wozu? Oh, komm. Ah, warte, nee. Ja, Messer. Weil jetzt nur ein Messer. Ah, nee, jetzt habe ich aber das Messer. Warte. Oh, natürlich, ich wollte jetzt aufs Messer wechseln. Ich habe jetzt. Das ist der Break, hey. Das ist ja wie in die Besucher. Das ist ja. Oh nee, au! Hey, hallo! Du! Messer, komm. Achso, Video. Messerattacke. Hilfe! Sag mal. Eine Leiche? Nee, der ist gerade, der pennt nur. Noch mehr? Der ist ein Schnellspanner. Der ist von der Fraktion der Sofortmerker. Wo ist jetzt mein Messer? Komm her, ich will. Von der Fraktion der Sofortschnellmerker. Und now? Jetzt sind wir da im Keller gefangen. Messer. Ich teste nur mal. Was ist linker Bumper? Linker Bumper ist blocken. Und das ist auch blocken. Und was ist rechter Bumper? Gibt es nicht rechter Trigger. And now müssen wir den an der Searchen. Komm her. Du sollst ihn untersuchen. Na, der ist jetzt. Der sieht schlimm aus. Louis Define. Auch nicht. Verdammte. Der andere sieht besser aus. Komm her, wo ist der andere? Nochmal zurück. Komm her. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? What the hell? Da kommt der nächste. Da ist was. Da hinten bewegt sich was. Da hinten bewegt sich was. Video, ich kann nichts machen. Komm her. Jetzt.
Komm her. Oh, der sieht aber gut aus. Komm her. Der sieht gut aus. Video. Ja, ich will. Oh, das war jetzt alles Video. Ich hab. Oh, Scheiße, jetzt bin ich infiziert. Oh, oh nee, mir fehlen ein paar Finger. Ist alles Video hier. Komm her. Oh, nee. Ich hab hier eine schlimme Verletzung. Oh, der schaut aber aus. Kann jetzt den umhauen. Oh komm, oh weia, bin ich tot? Ich wollte den umhauen. Ja, Entschuldigung, ich hau den jetzt, kann man den jetzt umhauen? Mit dem Messer? Wir sehen das, dass der, wir haben der seinen Lebensbalken. Ne, jetzt haben wir ihn. Oh, schockschwere Not. Ja, ein Messer. Ich dachte, man nehme ich mal ein Messer, weil da braucht man keine Munition. Speicherpunkt. Da war schon noch einer. Oder auch nicht. And now? Was muss ich jetzt machen? Kann man den filzen? Boah, alter Schwede. And now? Kommt der nächste. Da ist der Louis de Finet verschwunden, da oben. Kann man jetzt unten nichts mehr machen. Ah, Bolzen. Jetzt aber hallo. Wichtige Objekte. Bolzenschneider. Wo ist denn der Bolzenschneider? Wichtiges Bolzenschneider. Bolzenschneider. Na gut, wir haben den Bolzenschneider. Genau. Uff, ja Freunde, warte, da sind wir nicht, da gibt's nichts. Kann ich jetzt mit dem Bolzenschneider das Schloss durchschneiden. Was muss ich jetzt mal, warte, Bolzenschneider finden. Schnappt ihr euch den Bolzenschneider. Mit diesem öffnet ihr später das Hoftor. Nehmt aber im Schuppen nebenan noch die Chemikalien sowie die Kräuter. Über das Hoftor gelangt ihr in das... Im Schuppen nebenan. Schuppen nebenan. Der da. Schuppen nebenan. Nehmen. Nehmen. Kräuter. Grüne Kräuter. Das kenne ich, das ist der Resident Evil. Öffne das Inventar. Um ein Erste Hilfe. Wo kann ich das jetzt herstellen? Oh, ich bin halb tot. Heilt sich der jetzt von selber irgendwie oder so? Ah, doch, komm her. Chemikalie, das kommt bestätigen. Kann man jetzt das herstellen? Errungenschaft! Bastler, ich kotze gleich rechts unten. Jetzt haben wir zwei Dinger. Pistolenmunition. Aha. Bolzenschneider. Schätze, Objekte. Na gut, wir haben den Bolzenschneider. Prima. Nehmt dem Schuppen gegenüber den Dings mit. Warte. Heiltrank. Über das Hoftor gelangt ihr ins gegenüberliegende Gebäude. So, wo ist ein Dreckshoftor? Ah, das muss man jetzt aufmachen müssen. Oder da komme ich denn da hin? Hä? In das Hoftor. Da kann man Suppe kochen. Nee, über das Hoftor gelangt er ins Ding. Zwarte. Da waren wir drin. Über das Hoftor. Jetzt muss ich den Bolzenschneider nehmen. Warte. Oh. Betretet das Haus und vergammelt am besten den Eingang. Da ist er ja. Wie soll ich das machen? Wie spät haben wir? 25? Oh, noch 10 Minuten. Ja, dann machen wir wieder eine kurze Pause, oder? Gell? Okay. Kurze Pause. Herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohl gesonnen und schaltet ein und traut meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohl ergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video.